bin auch ein quer eingestiegener Destillateur. Ich bin irgendwann in München in einer Bar aufgegriffen worden von unserem damaligen Produktionsleiter und habe mich mit dem eine Stunde über Alice Cooper gestritten. Und am Ende war es so, dass ich als Produktionskraft in der Destillerie gelandet bin. Am Endeffekt ist dann da auch irgendwo so die Leidenschaft erstmal hergekommen. Die Erfahrung, erst dadurch, dass ich da reingeschmissen worden bin, ist irgendwo so das Interesse an der ganzen Geschichte gekommen. Gin ist ja im Grunde genommen eine Gefühlsspirituose, die mit einem individuellen Rezept erstellt wurde. Man muss ein Gefühl für den Gin, den man macht, bekommen. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, nur weil ich hier bin, könnte ich jeden Gin der Welt sofort machen. Was macht den Duke Gin aus? Die Leidenschaft, mit der er gemacht wird, natürlich. Es ist vor allem ein starker Wacholdergeschmack, eine starke Würzigkeit. Es ist ein kräftiger Gin. Das ist wirklich keiner, der sich versteckt. Bei uns ist es so, dass die Lavendel-Koriandernote, die Zitronen noch stark dabei sind. Und auch die anderen Gewürze, die sollen das Ganze noch einfach abrunden. Das soll ein komplexes Konstrukt sein im Grunde genommen, das vorwiegend nach Wacholder schmeckt und vielseitig genug sein, dass man auch nach mehrmaligem Trinken noch ein paar neue Sachen entdecken kann. Hopfen und Malz. Als klassische Bierzutaten haben wir es uns nicht nehmen lassen, das in den Gin mit reinzupacken. Es ist kein Marketingkompromiss, sondern es ist einfach wirklich eine schöne Zutat für Gin. Gin ist für mich was Besonderes, weil ein besonderes Rezept dahinter steht. Beim Gin ist es so, dass ich der Meinung bin, dass ein wirklich gewieftes und geschicktes Rezept wirklich die halbe Miete ist, wirklich viel wert ist. Und deswegen bietet es viel Spielraum, viel kreativen Freiraum und deswegen hat es dadurch seinen hohen Stellenwert. Wenn ich das richtige Maß kriege, dann kriegst du einen schönen Körper mit einer guten Nase, mit einer schönen Basis. Und das ist die Kunst am Ende.